Hallo, guten Abend und willkommen, der NRW Boy 18 hier. Willkommen zur nächsten Folge Archibalds Abenteuer hier bei mir auf dem Kanal. Es ist das erste Video nach dem Tod von meinem Kater Jerry. Es ist jetzt fast 2 Wochen her, als es passiert ist. Ich habe mir eine lange Auszeit genommen, das habt ihr, glaube ich, gemerkt. Ich bin jetzt seit 1-2 Tagen hier wieder ein wenig am Rotieren. Ich muss viel Arbeit nachholen von Modellmann Union. Ihr wisst es, da mache ich ja auch Videos. DM-Toys jetzt auch. Wie gesagt, die ganze Arbeit hat sich jetzt ein bisschen angestaut. Das ging jetzt leider ein bisschen vor. Die Let's Plays hier jetzt sollten aber jetzt auch so langsam wieder anfahren. Und dann sollte es irgendwann dann auch wieder normal weitergehen. Der Tod vom Jerry kam total plötzlich. Er hatte, wie gesagt, in der Nacht halt einen Anfall gehabt. Von dem Anfall hat er sich nicht erholt. Am nächsten Tag, wo ich dann vormittags mit ihm bei meiner Tierärztin war, hat sie halt ihn abgehört und hat mir sofort gesagt, ihr Kater liegt im Sterben. Und ja, da war dann für mich die Welt ein wenig anders. Weißt du, man bereitet sich seit Wochen, seit Monaten darauf vor, dass man die Beastly gehen lassen muss. Und dann schießt der Kater einem so dermaßen quer und haut einem sozusagen den Boden aus. Naja, ist egal. Der Beastly geht's immer schlechter, sie kann mittlerweile gar nicht mehr gehen, es ist ein hundertprozentiger Pflegefall, ohne mich schafft sie wirklich nichts. An sich geht's ihr aber gut, wie gesagt, es ist ein neurologisches Problem und an sich geht's ihr soweit gut. Sie isst, sie frisst wie ein Scheunendrescher, sie schmust mit mir und macht eigentlich alles, nur halt mit dem Unterschied, dass sie halt nicht mehr aufstehen kann. Jedenfalls nicht ohne Hilfe und das ist jetzt sozusagen auch nur noch eine Frage der Zeit, bis ich auch meine Beastly gehen lassen muss. Naja. Bevor es jetzt hier weitergeht, auch nochmal eine Info. Ich habe meine Homepage tom-düsseldorf.de jetzt vor dem plötzlichen Tod von meinem Kater dann auch tatsächlich komplett geupdatet und da sind halt auch ein paar Bilder von ihm zu sehen, auch wo er noch ganz klein war. Also, wen es interessiert, kann da mal reinschauen. Wie gesagt, die Homepage ist komplett von mir neu überarbeitet worden. Das war noch so Anfang der 2000er Jahre Design und einige Inhalte wurden auch entfernt. Und jetzt im neuen Glanz, also tom-düsseldorf.de. Modellbahn geht es auch weiter, keine Sorge. Da wird, denke ich mal, Mittwoch wieder ein neues Video zugeben. Und Bermuda-Syndrom wird weitergehen und Memento Mori 2 wird natürlich auch weitergehen. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier jetzt gequatscht habe, was überhaupt nicht mit dem Let's Play hier zu tun hat, aber das musste einfach mal raus. Und ich denke mal, ihr habt dafür Verständnis. Bin ja auch nur ein Mensch, ne? Ja, also, Ablenkung hilft auch ein bisschen darüber hinwegzukommen. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an euch alle. Ihr habt mir so viele Kommentare unter dem Video dagelassen. Es ist wirklich schön, so eine Familie wie euch zu haben. Es ist wirklich traumhaft. Ich danke euch für eure ganzen Kommentare, auch die ganzen anderen Sachen, die ihr mir geschickt und zugekommen habt lassen. Es ist wirklich wunderschön, solche super Leute wie euch zu haben. Danke an dieser Stelle an alle. So, jetzt zur Belohnung geht's jetzt hier endlich weiter. Wir sind hier, ich habe es mir nochmal angeschaut, im letzten Teil eingeschlossen worden. Und wir müssen jetzt in irgendeiner Art und Weise hier weiterkommen. Was ich aber gerade schon gesehen habe, ist, hier vorne ist wohl ein Synonym. Ich könnte mir vorstellen, dass es heißt, hier hat sich jemand die Zähne dran ausgebissen. Aber ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Ein klassischer Kolbenfresser. Ja, okay. Ein Fass. Ein Fass. Irgendwann erwische ich den Typen nochmal, der hier die ganzen Fässer... Ja, okay. So, so. Hier sind also die Fässer von der Brent Spa gelandet. Okay. Oh. Pa, falscher Alarm. Wo diese Schilder auftauchen, ist nicht der kleinste Sender reinzukriegen. Kleinste Sender, okay. So, ja. Oh, ich kann sie drücken. Wenn ich mir den Totenkopf so ansehe, rühre ich diese Hebel lieber nicht an. Okay. Eine Eisenleiter. Ziemlich schwer, das Ding. Und ich kann sie nehmen. Okay. Ja, natürlich. Ziemlich schwer, das Teil, aber er steckt sie sich ins Kilt. Natürlich. Tür Schott, okay. Eine Flasche. Wenn dieser Kahn mit sowas fährt, dann möchte ich nicht wissen, was aus dem Schornstein kommt. Was ist das denn? Aluhol wahrscheinlich. Genau das Richtige für mein Hohlkreuz. Benutze. Nein, danke. Ich muss erst die Welt retten. Natürlich.
Gut, dann ist es, denke ich, jetzt mal einleuchtend. Wir müssen hier die Hebel ziehen oder drücken, was auch immer. Wenn, achso. Okay, wenn ich den Totenkopf... Kannst du den Totenkopf nicht abmachen? Nee. Er will beide nicht bedienen. Na super. Was habe ich denn hier? Das Seil, die Bürste, Schraubenzieher, die Leiter. Kann ich die irgendwie... Nein. Warte mal, habe ich hier... Das macht er gar nicht, auch nicht schlecht. Was? Giftige Schmiere? Igitt, an so einem Zeug ist eine meiner Lieblingsenten gestorben. Okay. Eine Pflanze, ein Schwamm, Schraubenzieher. Wenn das Inventar mal mitspielen würde. Hebel auseinandernehmen vielleicht. Jetzt lieber noch nicht. Sonst kommt Hau zu rein und verfüttert mich an die Haie. Okay, müssen wir irgendwas vielleicht damit machen? Die vielleicht irgendwie damit verkeilen? Er geht da nur hin. Was gibt's denn? Kleiner Mann im Loch, der nicht mehr lange zu leben hat. Darf ich wohl noch ein Tellerbrot haben? Ich will einen schottischen Botschafter sprechen. Sofort, ihr habt noch einen Fax. Darf ich vorher noch ein Nutella-Brot haben? Will haben 0 Walfischkuddeln, Quallenmarmelade und Tintenfischkäse. Tut mir wirklich leid, kleine Zweck. Schönen Dank. Sonst noch was? Wieso steht jetzt immer noch Nutella-Brot? Ich will den schottischen Botschafter sprechen! Sofort! Der schottische Botschafter ist ausgerechnet heute nicht an Bord. Sonst haben will ihn eigentlich immer dabei. Das glaube ich dir aufs Wort, du Schlitzauge. Sonst noch was? Darf ich Melanie noch mal sehen? Du meinst die blonde Frau, in die du so verknallt bist? Du kannst ihr später bei den Fischen noch mal au revoir sagen. Au revoir. Haha, du bist wirklich ein Witzbold. Sonst noch was? Habt ihr hier ein Faxgerät? Ja, haben wir. Aber kein Palpil. Du bist echt witzig, Gelbgesicht. Sonst noch was? Ich geb dir meine Lieblingsente, wenn du mich freilässt. Deine Lieblingsente? Ich mag keine Enten, kleiner Mann im Lock. 0 Haifische, Piranhas, Balakudas und Mögelwale. So siehst du auch aus, du Ganove. Stimmt. Gibt's sonst noch was? Sorry, Freunde, für die kurze Unterbrechung gerade. Ich weiß nicht, was mein Computer da gemacht hat, aber gut. Habt ihr hier ein Faxgerät? Ja, haben wir. Aber kein Palpil. Du bist echt witzig, gell? Okay, also, ich habe hier keinerlei... Ach, lass mich doch! Zack. Möglichkeit, irgendwas zu machen. Jetzt ist halt nur die Frage, was müssen wir hier was? Eine Rohrleitung. Irgendwas sagt mir dieses Ding, aber was? Moment, wo geht das Rohr denn hin? Soll das das Rohr sein, was hier drum geht? Es geht auf jeden Fall dahin und zwackt, glaube ich, hier in die Flasche ab. Kann das sein? Moment, kann ich damit irgendwas machen? Nein. Die Leiter dran hängen, die hat hier oben so Ösen, da zum... Aha. Der Mechanismus aber haut das Ding ja... Was?
Oh, Moment. Moment, habe ich jetzt vielleicht da eine Möglichkeit, irgendwas zu drücken oder zu... Hallo? Nee. Ich kriege sonst die Leiter an den Kopf, wenn die Tür aufgeht. Was ist ein Moment mit dem... Ah! Natürlich. Ja, nee, ist klar. Also ich bezweifle, dass das jetzt in Wirklichkeit funktioniert hätte. Aber gut, wir sind, denke ich mal, frei. So einfach ganz... Halt! Nein, wir... Oh. Ich wollte mir eigentlich den... Natürlich. Hoppla! Ein Standbild. Oh nein, das sieht doch doof aus. Wo bin ich jetzt hier? Schlot. Das ist der Auspufftopf, das weiß ich ganz sicher. Ach man, warum ist das denn hier ein Standbild? Die paar Animationen hätte man dem Spiel doch gönnen können. Oh, gönnen können. Oh, ein Überraschungs... Über... Doch, ein Überraschungs... Ich wette, da drin wartet eine riesen Überraschung auf mich. Ah, die Küche. Eine Kuh. Ne, ist klar. Huch, dieses Tier verfolgt mich seit meiner Kindheit. Ich muss im vorherigen Leben mal eine Kuh geärgert haben. Schon wieder ein Fass. So, noch ein Fass. Wir können es nicht öffnen. Ketchupflasche. Eine Flasche Filmblut. Der Regisseur wollte hier ein Gemetzel stattfinden lassen, aber ich war dagegen. Natürlich. Eine Kiste mit Kartoffeln. Du lieber Himmel, das ist ein leibhaftes Mikrowellengerät. Ich weiß nicht, mir wird ganz Angst und Bange. Ich glaube, ich lasse es lieber zu. Okay. Der ist abgesprungen. Na, war ja klar. Netter Schrank, ein bisschen krumm, aber nett. Ich weiß gar nicht, wie diese Comiczeichner immer nur darauf kommen, bei uns müsste alles krumm sein. Geil, wie das Spiel sich jetzt gerade selber aufs Korn nimmt. Ein Ausschnitt aus der London Post. Schiffshavarie durch verdorbenes Essen. Chinesischer Smoothie vergiftete versehentlich komplette Besatzung durch verdorbenes Walfischtran. Drei Master zerschellte an Cliff. Drei Master. Oh mein Gott. Das ist eine Notiz. Sie lautet, warst du das? Hau zu. Halt bloß deine verdammte Kombüse sauber, sonst landest du bei den Fischen. Kapiert? Das ist die Sprechanlage für alle, die den Captain lieben und auf seine Stimme nicht verzichten können. Ein Hühnchen. Mit der nackten Popo. Ich habe wohl schon davon gehört, dass man Hühner umbringt, um sie zu essen. Aber ich wüsste nicht, dass man das strangulieren muss. Eieiei, das arme Hühnchen. Hier sieht's ja aus. Ein Truthahn. Der alte Gockel sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier? Was ist die Flasche, die ich jetzt hier aufgenommen habe? Der ominöse Shanghai Rachenputzer. Okay. Kriege ich den den Schrank vielleicht auf? Tja, das wird wohl trotzdem leider nicht viel nützen. Okay. Wir versuchen's. Also hier passt dieser Schlüssel nicht. Schade. Hätte ja sein können. Tja. Gehen wir mal hier hinten zu den... Kajüten. Da müsste ja irgendwo... Oh, Oberdeck. Nee, da möchte ich noch nicht hin. Ups! Nee. Gottes Willen. Ausgang. Was mit der anderen Tür? Das ist ihr. Ah, ja, hier rein. Das ist doch recht schön. Oh, Kleidungsstück.
Umf, das ist, glaube ich, eine Tennisballtasche oder so. Eine Tennisballtasche. Das habe ich auch noch nie gehört. Aha. Zwei Schrauben. Irrsinnig spannend. Oh, ich kann die Tasche mir nicht angucken. Oh. Okay, aber was kann ich mit den Schrauben machen? Irgendwas kann ich jetzt von der Seite losschrauben, wetten? Lieber nicht. Wer weiß, was dann passiert. Ja, das ist ja gerade das Lustige. Mano. Komme ich zum Oberdeck? Ja. Weißt du, wir gehen da einfach mal dran vorbei. Boden. Der ist gar nicht dreckig. Ja, wir haben ihn ja auch geputzt. Okay, ich kann hier gar nichts machen. Also das Spiel geizt wirklich mit irgendwelchen Hinweisen, das muss man ganz klar sagen. Was ist mit der Brücke? Komme ich da überhaupt? Der Kapitän sitzt da. Der Hauzu ist hier in der Küche gewesen. Ja, und das ist der andere komische Knilch. Der Russe. Klar! Dieser... Was? Kraft? Was? Dieser Kraftstoff ist wie eine Wand. Leutnant Applebrook, was machst du denn hier? Leutnant? Klar doch. Die süße Blonde hat mir erzählt, du wärst Leutnant beim FBI. Oder so. Beim CIB? Das hat sie dir erzählt? Wann denn? Hahaha. Bin vorher ein bisschen bei ihr gewesen. Du? Du warst bei ihr? Hast du was dagegen, Soldat? Allerdings, erstens bin ich kein Soldat, zweitens bist du ein Bolschewik, also ihr Erzfeind und dürft. Drittens ist sicher ein Mädchen. Drübel, hast du verstanden? Tja, sollen wir jetzt erst... Wir kriechen erstmal. Nein. Na, siehst du. Warum bist du eigentlich nicht mehr im Maschinenraum eingesperrt? Ich bin ausgebrochen, ich habe mich durch den Bordwand genagt. Ich werde jetzt als erstes dich zum Frühstück. Hauzu hat Durchfall, ich soll die Kombüse schmeißen. Hauzu hat Durchfall, ich soll die Kombüse schmeißen. Ha! Der wird sich nie bessern, der Chinese. Bin gespannt, wann ihn der Captain wird endlich über Bord schmeißen. Verträgt nicht viel der Bursche, was? Hauzu? Ein typischer chinesischer Schwächling. Ein Fingerhut voll rum und schon liegt er auf dem Boden. Er behauptet ja ziemlich viel zu vertragen. So? Und warum ist er dann ständig K.O.? Er erzählt von seinem Shanghai-Rachenputzer, dass dieses Zeug jeden auf die Bretter legen würde. Bloß ihn nicht. Ha, da kann ich ja nur lachen. Eieiei. Dann beweise es, Soldat. Beweisen? Wie denn? Schwör, ich bring dir ein Gläschen und du kippst es runter. Ich bring dir ein Gläschen und du kippst es runter. Vor meinen Augen. Ha! Du willst mich ja nur besoffen machen, um dann das Schiff unter deine Gewalt zu bringen. Gewalt. Das würde ich nie übers Herz bringen, Mann. So ein Würstchen wie ich so ein dickes Schiff unter seine Gewalt bringen. Du machst Witze krank. Das heißt ja, du würdest von einem Gläschen tatsächlich... Das heißt ja, du würdest von einem Gläschen tatsächlich schon blau werden. Von einem Gläschen? Nie und nimmer, Agent Applebrook. Herr mit dem Zeug, ich werd's dir beweisen. Jo, Kraschow, bin gleich wieder da. Ist klar. Okay, wir haben's ja. Die geht doch nur zu Bruch. Was? Und da muss ich das jetzt auch noch abfüllen, oder was? Moment, ich hab die doch. Da bist du ja wieder, Applebrook. Ja. Hast du diesen ominösen Rachenputzer dabei? Sorry, ich hab's noch nicht. Bin gleich wieder da. Moment mal. Hä? Shanghai Rachenputzer. Och, was ist denn jetzt? Muss ich hier vielleicht noch irgendwas vorher machen? Das ist bestimmt das Rattergerät. Die Schatzinsel. Toilettentür.
Puh, da widersteht mein Selbsterhaltungsbetrieb. Was ist das? Dose? Was ist das? Walfisch dran. Ah, mindestens haltbar bis Dezember 1887. Krachtschow wird mich nicht lassen. Ich müsste ihn irgendwie... Ja, irgendwie loswerden. Das ist noch mehr. Oh, Mano. Was... Muss ich da vielleicht noch irgendwas reintun? Die Pflanze vielleicht, eindeutig. Das ist kein Zweck, nein. Ja, gut. Super. Also soll ich es jetzt wirklich riskieren, zum Captain zu gehen? Ich kann mir das kaum vorstellen. Freunde, ich würde aber sagen, das soll es hier erstmal gewesen sein mit der nächsten Folge. Ich glaube, ich habe sie jetzt ein bisschen kurz gehalten, aber ich denke mal, das ist jetzt soweit nicht schlimm. Ihr seid jetzt erstmal wieder auf dem Laufenden. Die Let's Plays, die gehen endlich weiter und in der nächsten Folge schauen wir mal dann, was wir hier auf dem Boot noch alles so reißen können. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. NRW bei 18. Adieu.